Da gibt es so eine Menge Möglichkeiten. Ja. Und das sieht auch ziemlich interessant aus von hier. Ein interessanter Standpunkt. Und jetzt würde mich noch interessieren, sieht es jetzt inzwischen nicht mehr so eintönig aus? Naja. Ich würde sagen, das hat eigentlich nicht viel geändert am Aussehen von außen. Dieses Spitzdach dazwischen. Vielleicht. Moment. So. Vielleicht sollte ich hier noch einen Turm hin tun. Ich baue jetzt erstmal so ein bisschen noch am Dach weiter. Ich möchte nämlich endlich eigentlich mal das Ganze hier so ein bisschen vervollständigt sehen. Und da macht es sich nicht so gut, so ein halbes Dach überall stehen zu haben. Wäre ganz schön, wenn es von außen schon mal ansehnlich ist. So. Oh, und die Sonne geht unter. Oder Moment, einer hat gesagt, ja, bei Sonnenuntergang. Sieht's episch aus, fliege ich mal so drüber. So. Ja. Um ehrlich zu sein, finde ich die Sonne total unpassend zu der Helligkeit, die derzeit da ist. Da sind halt da hinten die Chunks noch nicht richtig geladen. Dadurch, dass ich hier oben so rumfliege, hat die Sonne einen viel zu hohen Stand. Außerdem wird die Sonne hier irgendwie nicht dunkel. Die bleibt immer so auf ihrem Helligkeitsniveau. Und man sieht sie immer noch, wie ihr seht. So. Kann ich jetzt mal untergehen? Oder aufgehen? So, da ist sie. Vorhin wollte ich kurz ein anderes Thema anschneiden. Ach ja, ich habe schon Leute rausgesucht, die mitmachen könnten. Oder da haben zumindest schon einige angefragt. Und zwei davon können sicher gut bauen und der dritte eigentlich auch. Das finde ich toll. Und dann hinzu kommt noch Phantom.de, der auch ab und zu kommen sollte. Und der eine addet mich nur momentan nicht in Skype. Da, ja, mal schauen. Wenn der was zusammen machen möchte, wäre das eigentlich ganz hilfreich. Jedenfalls kommen wahrscheinlich in Zukunft mehr so Together-Projekte, ja. Und wenn ich nicht bald irgendwie... heute bin ich echt zu nichts zu gebrauchen. Zum Glück kann ich jetzt wenigstens zocken und habe nichts anderes mehr zu tun. Aber ich hatte heute schon so viel Kram und war dann durch die Stadt. Das hatten wir doch schon mal irgendwann, wo ich erzählt habe, wie ich durch die Stadt bin und so. Wo alle gehupt haben. Und heute ist jetzt irgendwie momentan so ein Kälteeinbruch. Es ist echt kalt. Unverschämt kalt. Und nein! Mann, immer dieses Gähnen. Dabei bin ich doch eigentlich von... Also, ich glaube, ich bin jetzt vom Reden her nicht so müde, oder? Ich rede jetzt nicht so... Ah, und hallo und herzlich willkommen zu Wolf und Würflich. Und ja, wir bauen heute an der Zitadelle weiter. Ah ja, und ich muss jetzt eigentlich in Minecraft die ganze Zeit schleichen. Ja, und wir bauen jetzt an der Zitadelle weiter. Und oh, da habe ich mich verbaut und jetzt müssen wir wieder darüber schleichen. Ja, ja, so eigentlich nicht. So, eigentlich fühle ich mich relativ wach. Nur, dass ab und zu mal so ein Gähner kommt. Ein unerwarteter. So. Mal schauen, wie ich die Räume aufteile.
So. Also einer von denen hat bei Let's Rock Minecraft mitgebaut, also bei denen, die mitmachen würden. Und der andere, der kennt die zumindest und hat einen ähnlichen Stil. Das heißt, ja, mal schauen. Und so. Bisschen erstaunt hat mich noch, als ich vorhin jetzt wieder auf mein Video geguckt habe, da hat einer gedisliked auf einmal, anstatt zu liken, weil vorher waren es 14 Likes und jetzt sind es 13. Und dafür haben zwei gedisliked. Also jetzt habe ich echt zwei Dislikes auf dem Video. Was ich, um ehrlich zu sein, gerade nicht nachvollziehen kann. Nach all den Kommentaren, also ich weiß nicht. Wenn euch irgendeiner, wenn einer von euch das Video irgendwie mehrmals geguckt hat und dann sich vielleicht doch noch entschlossen hat, den Nachtrag, wo ich mich bei allen bedanke, gehört hat und sich dann beleidigt gefühlt hat, weil er nicht dabei war oder so, dann soll er sich melden. Ich konnte halt nicht alle mit reinnehmen und würde das gerne tun, alle zu nennen, aber ich habe jetzt halt nur die genommen, die jetzt so zu in letzter Zeit so viel kommentiert haben. Und ja, hier ein Gruß an Seraphin oder Sephrain, ich weiß es gerade nicht, 222, also ich nenne ihn einfach mal Seraphin. Seraphin 222 zum Beispiel, der hat, war mein 50. Abonnent oder mein S-Tree oder so, war mein 100. Abonnent. An der Stelle einen Gruß, einen Lieben an Schulkloster. Aber wer da jetzt gedisliked hat, also ich weiß nicht. Tut mir leid, wenn ich da jemanden verletzt habe, weil er irgendwie nicht genannt wurde und schon seit Ewigkeiten Abonnent ist. Falls ich jemanden vergessen habe und so. Wer könnten das sein? Ich hatte am Anfang eigentlich nur Australier und Norzetius und einige andere, die ich genannt habe. Und einige, wo ich nie weiß, ob sie jemals meine Videos gesehen haben. Ja, ist so die Frage. So. Und so langsam wird das hier mit dem Dach auch. So. Jetzt kommt nämlich hier wieder sowas rüber. Okay, warum mache ich das eigentlich alles mit der Hand? Ich glaube, gleich decke ich hier das eine Dachteil. Sieht interessant aus, wie das so absteht. Aber momentan fühle ich mich von der Stärke meiner geistigen Anwesenheit her zu nichts Besserem in der Lage als diese Arbeit hier. War schon immer so. Die geistig Schwächsten mussten die härteste Arbeit verrichten. Oder die, die eben Pech hatten. Also etwa welche, die die Muttersprache nicht sprechen in einem Land, haben dann halt Pech gehabt. Es gibt viele Putzfrauen und so, die sehr, sehr gute Bildungsabschlüsse haben. Oder zumindest manche. Was mache ich hier überhaupt? Die sich einfach nur keinen besseren Job, die halt nur keinen besseren Job kriegen, weil sie eben die Sprache nicht sprechen. Aber das Thema möchte ich jetzt hier gar nicht anfangen.
Es gibt halt immer Pech und Glück im Leben, das ist halt schlimm, aber es ist so. Und wer dann aus einem Kriegsland hierher kommt, ich meine, ja, es ist halt, hart. So. Wolle kommt hier noch hin. Wolle kommt da noch hin. Es ist 18.15 Uhr. Oh, ich glaube, ich mache mal kurz einen Cut gleich. Ich bin einfach so gerade geistig nicht so ganz auf der Höhe.